Die Ausstellung vom Bauhaus inspiriert, Johannes Emari Auerbach, würdigt einen zu Unrecht vergessenen Künstler im Bauhaus-Kontext, zudem einen Menschen, der in Jena aufgewachsen ist, in der bekannten Familie Auerbach. Das ist die erste Personalausstellung, die ihm überhaupt in Weimar gewidmet wird. Die Ausstellung findet auch am kongenialen Ort statt, nämlich im Haus am Horn, dem einzigen realisierten Bauhausgebäude in Weimar. Und gerade die Arbeiten eines frühen Bauhaus, das ja 1919 am Bauhaus mitgewirkt hat, der auch das erste Bauhaus-Signi, das eigentlich Karl Peter Röhl zugeschrieben wird, entworfen hat, ist ein guter Anlass, an diesen Künstler zu erinnern. Also es gibt erstmal 160 Objekte hier zu besichtigen. Im Mittelpunkt steht natürlich der Bildhauer Johannes Emari Auerbach, aber im Hintergrund sehen wir es auch sein bedeutendes grafisches Oeuvre. Der Lebenslauf von Johannes Emari Auerbach ist ein durchaus bewegter, unter anderem mit direkter Bekanntschaft mit Edvard Munch, der den Onkel porträtiert, aber auch mit den anderen bedeutenden Persönlichkeiten wie Henry van de Velde, der das Wohnzimmer für die Familie in Jena entwirft. Also er ist in die europäische Elite der Kunst und Kultur verwickelt, schon seit den Kindertagen. Ein Kurator und Ausstellungsmacher, der sich so intensiv mit einem Werk beschäftigt, hat dann immer mehrere Lieblingsobjekte. Im bildhauerischen Werk ist es tatsächlich die einzige hier gezeigte Großplastik, ein Mädchenakt, den er in der Pariser Zeit geschaffen hat, der auch in Bronze ausgeführt worden ist. Und das Foto, was auch hier in der Ausstellung zu sehen ist, zeigt die Wandlungsfähigkeit einer solchen Plastik. Die Großinszenierung des Lebens, die wir hier sehen, von einer Venus-Auferstehung bis zum Fegefeuer, bis zum Höllentanz, wenn man so will, auch eine gewisse Verarbeitung des Krieges steckt ja auch noch dahinter. Wir sind ja erst 1921 mit den Grafiken, sicherlich auch Auseinandersetzung mit dem Trauma des Krieges. Wir haben drei Blätter hier, die direkt aus der Haft herausgekommen sind. Ein Überlebensversuch, ein mentaler Trainingsversuch mit Kunst KZ zu überwinden. Das erste Blatt, doch ein Blatt Herzen hinter Gittern, und dann wird es ornamental aufgelöst und schließlich verschwindet das Gitter als ein Ornament und die Herzen können sich vereinigen. Ein schönerer Liebesbeweis ist eigentlich gar nicht möglich.